In den letzten Jahren sind Handy-Akkus immer stärker geworden. Die Kapazität ist deutlich gestiegen und die Ladegeräte müssen natürlich mithalten, denn diese Kapazität muss ja auch in einer annehmbaren Zeit geladen werden. Diese Aufgaben des Schnellladens übernehmen sogenannte Schnellladetechnologien wie Quick Charge oder Power Delivery. Ich selbst besitze ein Google Pixel 4a, das ein Power Delivery Netzteil hat. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Handy tatsächlich auch Power Delivery als Ladetechnik unterstützt. Trotzdem kann ich mit bestimmten Ladegeräten das Smartphone entsprechend schnell laden. Ein Netzteil, das Power Delivery unterstützt und auch 20 Watt hat, im Vergleich zu den 18 Watt des Originalladegeräts, ist das Ladegerät von Alrelli. Das ist aktuell für 10 Euro auf Amazon zu bekommen und wer meinen Voucher usefulwit20 benutzt, der bekommt nochmal 2 Euro Rabatt. Wie gut ich damit mein Pixel 4a laden kann, das schauen wir uns nach dem Intro an. Zur Transparenz gehört, das Ladegerät wurde mir von Alrelli zur Verfügung gestellt, allerdings ist der Inhalt dieses Videos jetzt nicht von Alrelli beeinflusst. Kommen wir mal zu den Dingen, die ich ein bisschen dubios fand an dem ganzen Teil. Und das ist vor allem die Packung, denn hier ist zwar eine deutsche Übersetzung drin, aber das Ä hat man zum Beispiel nicht gefunden und auch das metrische System scheint in Deutschland noch nicht so verbreitet zu sein. So hat zum Beispiel das Kabel eine Länge von 6 Feet. Tatsächlich sind das 1,8 Meter, wenn ich die deutsche Produktbeschreibungsseite von Amazon mir zu Gemüte führe. Das Ladegerät selbst ist deutlich kleiner als das Original-Ladegerät von Google und das Gerät von Google hat 18 Watt, das hier kann theoretisch 20 Watt. Die 18 Watt erreicht mein Google-Ladegerät mit 9 Volt und 2 Ampere, also 9x2, und dieses Ladegerät hat eben 9 Volt und 2,22 Ampere, was dann circa auf 20 Watt kommt. Ich habe ein paar Messungen durchgeführt, sowohl mit AccuBattery am Gerät als auch mit einem Strommessgerät, das ich direkt vor das Ladegerät anschließe. Man muss natürlich wissen, es gibt hier Transformationsverluste, das heißt, wenn jetzt auf meinem Messgerät an der Steckdose irgendwas mit 17 Watt steht, dann kann ich davon ausgehen, dass am Handy aber nur 15 Watt ankommen. Das heißt, würden hier tatsächlich 20 Watt erreicht werden, müsste da wahrscheinlich sowas wie 22 Watt stehen, damit am Handy auch die 20 Watt ankommen. Jetzt kommt aber das Ding. Mein Google Pixel 4a kann angeblich Power Delivery. Tatsächlich schaltet aber weder das Originalladegerät noch das hier von Alrelli in den 9 Volt Modus und nur da würden diese hohen Ladegeschwindigkeiten eben erreicht werden, sondern es bleibt ganz klassisch bei den 5 Volt und maximal 3 Ampere. Das heißt, mein Smartphone lädt schnellstenfalls mit 15 Watt. Ist jetzt von den 18 Watt nicht so weit entfernt. Kurios finde ich es trotzdem, dass das Ladegerät das unterstützt, das mitgeliefert ist, und das Handy irgendwie nie in diesen Modus schaltet. Ob das Handy dann im Schnelllademodus ist, das kann ich erkennen, wenn ich beim Laden im Sperrbildschirm unten drauf schaue, da steht dann einfach wird schnell geladen, dann weiß ich, die Schnellladefunktion ist aktiviert. Und die bedeutet eben 5 Volt, 3 Ampere, also 15 Watt. Das Gerät von Alrelli verhält sich hier ziemlich identisch zum originalen Google-Ladegerät. Als Vorteil kann ich noch sagen, dass es etwas kleiner ist als das Google-Ladegerät und der größere Vorteil oder der größte Vorteil ist, das Kabel ist deutlich länger. Das war so ein Manko beim Google-Ladegerät oder beim mitgelieferten, dass das Kabel einfach relativ kurz war und wenn man es auf dem Boden hatte, die Steckdose ist man kaum über den Tisch gekommen. Das mitgelieferte Kabel bei Alrelli ist auch sehr wertig. Ich finde nur diese USB-C-Plastikummantelung, die finde ich irgendwie flimsig und macht einen billigen Eindruck. Aber jetzt auch nicht so, dass die gleich auseinanderfällt, das Plastik, die Haptik ist einfach nicht mehr so zeitgemäß. Insgesamt kann ich das Ladegerät empfehlen, es ist ein langes Kabel dabei, es ist ein Klettverschluss dabei, um dieses Kabel einfach auch wieder zusammenlegen zu können und das macht das ganze Gerät natürlich sehr klein. Gerade wer ein Smartphone hat, das auch wirklich die 20 Watt unterstützt, der freut sich natürlich darüber, denn ja, das macht einfach nochmal deutlich mehr aus beim Laden und geht deutlich schneller als Standardladegeräte das können, die eben kein Power Delivery unterstützen. Ich danke dir fürs Zuschauen, wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich, wenn du meinen Affiliate-Link aus der Videobeschreibung benutzt und natürlich kannst du auch meinen Affiliate-Code benutzen, usefulwit20,
der führt dann nochmal zu 2 Euro Rabatt bei Amazon und 7,99 ist ein guter Preis für ein Power Delivery Ladegerät, würde ich sagen.